Beim Wiederaufbau nach dem Erdbeben 1356 hat die Stadt auch einen neuen erweiterten Mauerring um Grossbasel errichtet. Mehr als 4 Kilometer Mauer mit um die 40 Türmen sind so bis 1398 entstanden. Im 19. Jahrhundert hat die Wachsenstadt den Mauerring wieder abgerissen. Nur wenige Spuren davon sind erhalten geblieben. Darunter der Mauerabschnitt im Dalbenloch, der um 1383 vollendet war. Wer vom St. Alban-Tor runterkommt, steht bald am Dalbendeich. Bis dorthin hat man 1871 die Stadtmauer abgebrochen. Unter einem eisernen Steg über den Deich entdeckt man einen gemauerten Wellenbrecher im Wasser. Er erinnert daran, dass an dieser Stelle die Stadtmauer in zwei Bögen den Kanal überspannt hat. Der Einfluss vom Dalbendeich war mit einem Wassertor gesichert. Am anderen Ufer ist heute noch der Deichturm erhalten. Erstmals 1374 erwähnt, ragt er bei einem Durchmesser von 5,4 Meter über 18 Meter in die Höhe. Mit seinen 1,2 Meter dicken Mauern bildet er den Anfang der letzten Mauer im Dalbenloch. Machen wir ein paar Schritte auf der Innenseite dieser Mauer, dann stehen wir nach ca. 70 Meter vor dem Mittelturm. Er ist ein bisschen niedriger als sein Nachbar und auch einiges jünger. Der Mittelturm hat bei einem Durchmesser von 6,6 Meter 4 Geschoss. Er gehört nicht zur ursprünglichen Bausubstanz, sondern ist erst rund 200 Jahre nach dem Deichturm als Mauerverstärkung entstanden. Der überdeckte hölzerne Wehrgang stammt wohl aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Nur im unteren Abschnitt ist er noch mit den vorblendenden Mauerbögen erhalten. In jenem Teil, wo 1853 das Trocken- und Magazingebäude von der Firma Häusler Fazio gebaut worden ist, hat man seinerzeit den Wehrgang entfernt. Im 20. Jahrhundert ist er rekonstruiert worden. Am Ende der Mauer stehen wir vor dem inneren Lezi-Turm. Der 1374 erstmals erwähnte Vierecksturm hat früher, als er noch direkt am Rheinufer gestanden ist, ein bisschen höher ausgesehen. Die oberen Geschosse hat man 1863 abgerissen. Beim Aufschütten vom St. Alban-Rheinweg 1911 sind dann das Tonnengewölbe und die unteren Turmgeschosse im Boden verschwunden. 1978-79 hat man den Turm rekonstruiert und mit modernen Details ergänzt. Sein jüngerer Nachbar ist der äußere Lezi-Turm. Das Barocktürmli von 1676 hat beim Bau des Rheinwegs auch seine unteren Geschosse verloren. Der Wehrbau mit Glockentürmli auf dem Dach ist als Stellung für Musketenschützen gebaut worden, die den Rhein überwachen sollen. Bis 1803 ist am anderen Rheinufer ein Zwillingsturm gestanden, der bei dieser Überwachungsaufgabe geholfen hat. Jenseits vom Rhein steht auch heute noch ein Turm, aber der muss noch ein ganzes Weile warten, bis er unter Denkmalschutz kommt. Im Mauerstück zwischen den beiden Lezi-Türmen gibt der Torbogen den Blick frei in mittelalterliche Stadtgraben. Rund 20 Meter breit ist er im 19. Jahrhundert aufgeschüttet worden. Lange ist der Graben so genutzt worden als Zufahrtsstrasse für die Industrielegenschaften, die sich rund um die Mauern angesammelt haben. 1978-79 ist der Graben bei der Renovierung des Mauerabschnitts wieder ausgehoben worden. So wirken die Türme jetzt wieder stattlich, wie sie es einmal waren. So viel zur Wehranlage im Dalbenloch. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und wünsche noch eine schöne Zeit. Ihre Grabmacher-Jockey.